Was wird passieren, wenn du dich auf den Weg deiner Träume machst? Das ist das heutige Orakel. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Michelle und wir schauen einfach mal rein. Du denkst bitte einfach an das Thema, was dich im Moment umtreibt. Hier können alle möglichen Themen angesprochen sein. Und was ist denn so der Traum oder, naja, das kann für den einen eine Karriere sein, für den nächsten kann das ein bestimmter Partner sein, irgendwie, den man sich da manifestieren möchte. Ich weiß, es ist im Moment sehr also ja, beliebtes Thema. Irgend so ein Lebensweg, ja, ihr Lieben. Nehmt euch bitte das hier vor, was euch persönlich umtreibt. Das ist halt ein allgemeines Reading. Wir schauen hier uns die Tendenzen an. Ich bin auch ganz gespannt, was hier dann bei rauskommt. Genau, das ist kein Auswahlorakel, sondern das ist wirklich für die Gruppe bestimmt, die sich davon jetzt auch angezogen fühlt und es schauen möchte. Und es wird dann auch in gewisser Resonanz sein, nehme ich an. Trotzdem ist das kein Versprechen. Wir sind in einem allgemeinen Reading. Ich hoffe, dass ganz, ganz viel jetzt mit dir zu tun hat und auf deine Situation passt. Ansonsten könnt ihr auch sehr gern euch melden für ein persönliches Reading, wenn du möchtest, ne? Also meine E-Mail steht eh immer unten. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Ich tune mich ein. Ich habe hier gerade kein Stativ zur Hand, also ist es jetzt erstmal dunkel, weil ich brauche beide Hände zum Kartenmischen, gell? Ich habe hier das Deck, meine Lieben, ne? Und werde euch jetzt mischen. So, ich tune mich mal ein. Das dauert jetzt einfach ein bisschen. Ich bitte um ein wenig Geduld, ja? Was sind so, wo stehst du? Was sind so deine Eigenschaften im Moment, ja? Welche Ressourcen, welche Fähigkeiten haben wir? Also, was möchte das Tarot uns sagen? Ich will so vier Karten. Wir haben das Ass der Stäbe, der Magier. Also, du hast schon mal ganz, ganz tolle Voraussetzungen. Du oder ihr, ja, die hier das Video anschaut. Ihr habt ganz, ganz viel Macht, also Schaffenskraft, so würde ich das gerne sagen. Ganz viel Kraft, ganz viel Schaffenskraft. Ihr habt auch einen langen Atem. Ihr seid sehr geduldig, ihr seid auch sehr harte, geduldige Arbeiter. Wenn es drauf ankommt, könnt ihr auch über Durststrecken hinweggehen und so geduldig an Dingen festhalten, arbeiten. Glauben, warten. Ihr könnt sehr, sehr viel Geduld aufbringen, wenn es das richtige Projekt ist, der richtige Mensch, okay, die richtige Angelegenheit. Ihr könnt extrem manifestieren, meine Lieben, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von euch wisst oder nicht, aber ihr habt alle Fähigkeiten. Ihr braucht halt hier die richtige Person, den richtigen Anklang, und ich sehe, die geistige Welt nickt mir schon zu. Also das ist jetzt so ein Bild, was mir reingekommen ist, noch so. Ihr braucht Menschen, die euch wohlwollend sind, die sich auch für euch interessieren, die Empathie haben. Hier ist ein Mann, also König der Kelche. Ihr braucht jemanden, der euch sprichwörtlich liebt. Das kann auch in der Karriere sein. Also das soll jemand oder eine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel dein Projekt auch wollen, ja, die irgendwie gut finden, was du da machst, was du da vorstellen möchtest. Und ihr sollt zu diesen Menschen auch tatsächlich hingehen. Die sollt ihr euch bewusst suchen und den Rest links liegen lassen, ja. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel auch so ein Mensch bist wie ich, der oder die echt arbeitet, tut, macht, auch an kreative Projekte glaubt, ja. Und wenn man dann nur Nullnummern um sich herum hat, das bringt nichts, ne? Also echt, die kompetenten Leute absolut suchen, das ist, der Rat des Tarots.
Aber du hast die Fähigkeiten, du hast auch das Talent. Das darf aber auch ausgebaut werden, das Talent oder diese Sache, ja? Du darfst auch üben zu manifestieren. Du darfst auch experimentieren, der Magier. Du sollst es ein wenig erwecken, dieses Manifestieren irgendwie. Wenn es nicht so manifestieren ist, im spirituellen Sinne, dann deine Talente ausbauen. Ja, und wenn es irgendwie ein bestimmter Wunschpartner ist oder so, ich weiß, viele fragen danach, dann sollst du, was kommt denn da rein? Dann sollst du eher loslassen eigentlich und mehr so in eine weibliche Energie reinkommen, weil hier sind auch mehr so männliche Energien, die mir hier reingekommen sind. Ich soll den König der Kelche anschauen. Und die sieben der Münzen. Du sollst auch nicht zu lange warten, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil die sieben der Münzen ist auch Schwangerschaft. Falls du eine Frau bist, ja, wenn du ein Mann bist, dann das ist ja, dann es geht gleich weiter mit dem Tarot irgendwie. Ich sage jetzt ganz kurz nur für die Frauen, die jetzt einen Wunschpartner haben. Also, du sollst halt einfach nicht deine Zeit verplempern mit jemandem, der nicht so in Resonanz geht mit dir. Weil wir haben auch eine Halbwertszeit und irgendwann ist auch Schluss mit Schwangersein und so weiter. Ja. Ja, genau. Ja, weil männliche Energie bringt nichts. Es bringt keinen Mann. Ne? Okay, also wenn man da zu viel. Ja, irgendwie. Ach, ich weiß nicht, wenn man, also man muss ein bisschen loslassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Auch wenn die Person einen mag eigentlich und liebt, weil wir haben den König der Kelche da liegen. Aber es bringt trotzdem nichts, auf jemanden zu warten, der sich nicht rührt. Also, das ist ganz klar etwas, was ich hier reinkriege. Es kann auch sogar sein, dass die Person sich noch rühren wird. Aber nur, wenn sie auch riecht, dass sie dich auch verlieren kann irgendwo, ja? Also ich sehe ja einfach, dass es Menschen sind in einer männlichen Energie, was nichts Schlechtes ist, das hat nichts Unweibliches. Sondern es bedeutet einfach, dass du Fähigkeiten hast, ja, und dich bewegen kannst, manifestieren kannst, aktiv sein kannst. Hier in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, ja, okay? Also bitte eben hier, was das angeht, nicht falsch verstehen. Jetzt geht's weiter. Ich soll dich nochmal dreimal mischen. Ich habe aus der geistigen Welt einen Helfer hier. Ich kriege gerade ein Lächeln. Ich mag das gerne, wenn ich so Kontakt habe. Ich weiß auch aber nicht, wer das ist. Sonst haltet ihr mich für verrückt. So, was soll ich denn jetzt fragen? Wie geht es dir jetzt in deinem Leben, jetzt mit deinen Sachen, Projekten? Und wie würde es dir gehen, ja? Wenn du das Leben hättest, was du gerne führen wollen würdest, oder das Projekt, oder ja, was auch immer ihr hier machen wollt, oder so, ja? Also das heißt, wie geht es dir jetzt? Du bist eh dabei, etwas zu beenden. Das heißt, das, was jetzt ist, meine Lieben, ist sowieso das hat sich längst erledigt. Also du lebst, oh Scheibenkleister. Also du lebst ein totes Leben. Mich würde nicht wundern, wenn viele von euch depressiv sind, ja. Aber ein Strohhalm tut dich irgendwie immer wieder dahinlatschen lassen, was schon längst tot ist. Das kann ein Job sein, ja. Das kann irgendwie ein Partner sein. Das kann eine Ehe sein. Egal. Das ist tot, dieser Kram da. Und was wäre, wenn du jetzt echt radikal das hättest, wovon du träumst im Grunde genommen? Wie würdest du dich hier machen in dem Ganzen, okay? Aha. Das wäre ein Neuanfang. Das wäre das, wo Spirit sagt, das wäre der Anfang, der für dich bestimmt ist. Da sollst du hingehen, auch wenn es Angst bereiten könnte. Und es würde dich extrem aufblühen lassen. Ja, manchmal haben wir Angst, dass etwas zu viel Arbeit sein könnte, dass wir überwältigt werden oder sowas. Ja, deswegen machen wir die Schritte nicht, deswegen halten wir an totem. Das ist tot, wo du da gerade bist. Das ist Feierabend. Das ist ein Ding, was du vielleicht früher konntest, gelebt hast oder sowas. Das ist finito. Krass. Ich wundere mich. Wow.
Das geht gar nicht mehr eigentlich. Also das ist wirklich tschüssi. Also das Neue würde dir viel mehr Selbstvertrauen geben. Viel, viel mehr an Geld. So viel Geld. Also 9 der Münzen, du würdest auch aufblühen. Physisch, ja. Mental, das wären Level-Ups, ja, sagen jetzt die Amis neuerdings. Du würdest absolut der Gewinner sein, du würdest dich extrem wohlfühlen, du würdest dich auch kreativ fühlen als der Narr. Deine Intuition würde wiederkommen irgendwie oder würde sich verstärken. Irgendwie, also so auf jeder Ebene würdest du gewinnen, ja. Ja. Für die, die noch einen Kinderwunsch haben möchten, es wäre möglich. Aber nicht da, da nicht. Sondern wenn du diese mutigen Schritte gehst, ja, was auch immer du da tun sollst. Ihr Lieben, ne, ihr könnt auch gern mal in die Kommis schreiben, was da so ist irgendwie bei euch. Ich höre auch, ihr habt genug gelernt. Ihr habt genug gelernt, um das zu machen. Ja. Das wird etwas sein, was sehr, sehr bereichernd sein wird, was euch extrem weiterbringt, was euch reich machen wird sogar, eventuell auch so, dass ihr ein Stück weit finanziell unabhängig sein werdet. Aber das wird eigentlich eine kurze Zeit sein, was ihr hier vorhabt oder macht. Aber das ist wichtig, das ist jetzt euer Neuanfang. Ja? Vielleicht seid ihr ja auch 6-3er-Profile oder sowas, ja? Oder beginnt so eine Phase, wenn ihr jetzt kein 6-3er seid, im Human Design meine ich, oder beginnt so eine Phase in der numerologischen 7 oder 8 oder sowas, dann kann es sowas sein, dass das eher etwas Beendigendes ist. Und nur wenige Jahre dauern kann, aber diese wenigen Jahre werden euch extrem weiterbringen, eventuell eure Finanzen so nach oben pushen, dass ihr vielleicht nicht mehr so arbeiten müsst. Wisst ihr, was ich meine? Dann sind irgendwie 5 Jahre eine harte Karriere oder sowas besser als irgendwie ein ganzes Leben an der Edeka-Kasse, ja? Mit irgendwie nervigen Menschen, die rumkreischen. Da habe ich übrigens noch einen Manifesto-Wut-Vortrag mal gemacht. Da stehe ich voll zu meiner Manifesto-Wut, ja. Ja, wisst ihr, was ich meine? Aber das kann sein, dass es gar nicht mal so lange dauern wird. Das ist jetzt keine Karriere von 30 Jahren, die hier oder so. Oder keine Beziehung, die irgendwie für immer hält. Aber das gibt euch die Lebenskraft, die Energie zurück. Und das wird euch wie so aufbauen, so dass euer späteres, weiteres Leben viel, viel besser läuft. Und der Scheiß muss auf jeden Fall weg. Was du jetzt gerade bist, machst, welche Identität du da fährst, welches Grinsen du irgendwie im Gesicht hast, um es irgendwie allen recht zu machen. Weg damit, ehrlich. Das ist das, was hier rausgekommen ist, meine Lieben. Herzlichen Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen, Abonnieren. Dann bekommt ihr immer wieder neuen Content. Hier sind das dreisprachig der Kanal. Es kommen immer Videos in 3 Sprachen auf einmal raus, ja? Also da kommt immer dann auch gleichzeitig ein Deutsches raus, einfach damit ihr nicht irritiert seid oder so. Ab und zu mache ich auch so Orakel zu aktuellen Themen, wenn mal was ist, was Politisches, dann kommt auch was raus. Aber an sich gibt es ganz, ganz normalerweise viele von diesen persönlichen Readings für euch. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank und ich wünsche euch eine gute Zeit. Wenn ihr mich braucht, meine E-Mail-Adresse steht unten für ein Reading. Und ansonsten gebt die Däumchen, wenn ihr einen Kaffee spendieren wollt, immer gerne. Jedes Geld fließt immer in den Kanal, damit es hier größer, besser, schöner, und angenehmer für euch zum Schauen ist. Und ansonsten, ich umarme dich und bis zum nächsten Mal, deine Michelle Direll.